Wünsche ich allen einen guten Abend. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wie ihr seht, sind wir heute nur zu dritt. Und ich denke, wir waren uns alle einig, dass wir da zu dritt machen. Und wir haben auch unseren Namen angepasst. Wir sind nicht mit Top 4 Talk, sondern haben jetzt YGO-Check und wollen euch zu dritt dann des Öfteren mal den Abend versüßen mit unserem Podcast hier. Sehr genau. Schön. Ja. Hast du gut gemacht, Salim. Sehr gut. Hast du gut gemacht. Darfst auch heute die Abmoderation machen. Yay! Also willkommen nochmal an alle hier zu Yu-Gi-Oh!-Check. Wir sind zu dritt, wie Saarland ja gerade schon beschrieben hat. Thema, Saarland, stellst du nochmal kurz unser Thema vor? Unser Thema, unser Thema lautet heute Konami Deutschland, ganz kurz und knapp. Und ansonsten reden wir über die anderen TCGs, die es hier bei uns noch gibt, außer Yu-Gi-Oh! Dieses Mal. Genau, und wir wollten ja wirklich, der sollte doch nicht alles tun. Ja, das passt schon. Wir wollen wirklich nicht ganz so lange darüber reden. So ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten maximal. Deswegen stelle ich uns jetzt auch mal einen gepflegten Timer. Stoppuhr läuft. Lass uns mal starten. Oh. Mit Stoppuhr? Mit Stoppuhr. Wir wollen ja hier. Zeitdruck arbeite ja ich ganz miserabel. Wir wollen ja hier on time bleiben, ne? Weil ja, eben. Akkordarbeit ist das. Akkordarbeit. Wie habt ihr denn von dem Konami-Vorfall erfahren? Erfahren, wie es jeder andere auch. Ja, erzähl doch mal. Vom CK Phoenix, will ich behaupten. Vom CK Phoenix. Und habt ihr es, wo habt ihr das Video gesehen? Auf dem Klo im Bett? Bei der Freundin im Bett? Ich glaube, ich war wieder mal auf der Arbeit und habe mir wieder mal, also ich fange mal kurz an, wenn ich darf, ich übernehme mal kurz das Wort. Ich habe nur das Thumbnail von CK Phoenix gesehen, ist ja relativ unbeeindruckt, das ist ein relativ normales Thumbnail gewesen und dann die Überschrift und ich so, Clickbait wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist dabei gar nichts. Hab mir es dann angehört, ich so, okay, ich nehme es zur Kenntnis, aber unterm Strich ist es mir auch egal. Ist ja okay. Also so habe ich es jetzt empfunden. Auch danach kam ja eine Woche später fast Renebrain. Ja, fast eine Woche, ne? Ja, stimmt. Ja, ja. Fast eine Woche ungefähr. Das war mir genauso egal. Weil er hat ja auch nicht viel mehr wie Can gesagt in dem Video. Nein, eigentlich nicht. Wobei Can schon ein bisschen mehr ins Detail gegangen ist, ne? Man hat schon mehr ja, doch. Kann der Kaffee passen? Doch, doch. Das Einzige, was mir ein bisschen ich weiß nicht, ob es so inszeniert wird, diese künstliche Pause dann immer so kurz stoppt und dann. Da habe ich mir, wie heißt dieser Myth, also dieser. Ah, dieses, wo man nur mit. Die macht, wie heißt denn das nochmal? Ach. Ich weiß, was du meinst, über dieses Mikro und also. Genau, und so hat sich das ab und zu mal dann angehört und ansonsten, mehr ist mir von dem Video auch nicht hängen geblieben. Und das, was Nivska sagt, das kann man alles, also Nivska hat ja schon ausgiebig darüber reagiert, kann man in allem zustimmen. Also ich sage ja, bis auf die Openings, diesen Vor-Release-Openings, hat die Kooperation aus meiner Sicht jetzt zumindest keine großen Vorteile gebracht. Weder für Konami noch für die Creator, vielleicht wegen den Klickzahlen. Aber das war es aber auch, um Reichweite ein bisschen zu generieren, weil sie halt immer die ersten Sets haben. Und ja, das war's eigentlich. Also ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass die Kooperation zu Ende ist. Ich meine, wenn ihr die Videos gucken wollt von Randall Brain und Can, könnt ihr das gerne nochmal gucken, im vollen Ausmaß. Aber ich bin der Meinung, wenn die Kooperation mit den Influencern nicht mehr klappt, dann soll Konami einfach jemanden selbst einstellen und einen eigenen Kanal aufmachen, so wie sie es sich vorstellen. Das ist mein Fazit. Mehr sage ich dazu jetzt auch nicht. Genau. Konami? Also erzähl erstmal. Alles gut, also ich war eigentlich am Anfang ziemlich überrascht, aber ja, wie Hobbyliga schon sagt, wenn es nicht passt, passt es nicht, ne? Dann soll man an der Stelle aufhören, wo es am besten ist und soll sich nicht ein eigenes Tor schießen damit, vielleicht weiterzumachen oder so, aber im Endeffekt, wenn sie wegfallen, fallen sie weg, aber Videos kommen ja trotzdem noch zum Thema Yu-Gi-Oh! Also von daher fällt der Kanal an sich ja nicht weg, fehlt ja nur dann die der Support von Konami-Seiten aus, ne? Das stimmt. Ja, also das Witzige ist, Konami hat ja einen eigenen YouTube-Kanal, wo sie News vorstellen, wo sie neue Produkte vorstellen und erklären. Für Deutschland?
Nee, nur für Japan. Das ist es. Ah, okay. Ja, gut, es ist tatsächlich Japan exklusiv, wo neue Produkte vorgestellt werden und auch Bandlist erklärt werden, warum welcher Hit wie gekommen ist. Und das ist einfach alles nur fürs OCG und das TCG. Mhm. Man merkt da, glaube ich, schon sehr deutlich, wo die Prioritäten gesetzt werden. Dementsprechend. Ja gut, aber das heißt ja nicht, dass Yu-Gi-Oh! Konami, wollte ich gerade sagen. Mir hat es jetzt im Kopf ganz anders angehört, wie ich sagen wollte. Nee, dann soll doch einfach gucken, dass Yu-Gi-Oh! Also Japan, ja, guckt, dass es über Deutschland vermittelt, dass sie genau dasselbe haben wollen. Halt nicht mehr über die Influencer, halt jemand engagieren dafür, weil es hat sich ja eher rausgehört, dass es eh mehr in Richtung Arbeitnehmer Richtung geht, was der Konami offenbar von ihnen verlangt hat, ohne dazu, dass sie konkreter wurden jetzt. Also so hat sich zumindest für mich mal angehört, dass es in Richtung Arbeitgeber-Nehmer-Verhältnis drüber geht. Ja, also die genauen Hintergründe kenne ich jetzt natürlich auch nicht, aber man hat ja auch in den Videos immer gemerkt, Konami Deutschland macht einen geilen Job, ist eine coole Zusammenarbeit, aber ich nenne es mal Druck oder die Seite vom OCG, also Konami Japan, bestimmt doch da wohl sehr viel auch, und ich kann mir gut vorstellen, dass die Richtlinien jetzt einfach so krass geworden sind, dass Konami Deutschland einfach auch nur die Sachen weitergeben musste, ist ja klar, aber dass die YouTuber dann einfach gesagt haben, an der Stelle ist es einfach nicht mehr das, was es einfach vielleicht hätte sein sollen oder hätte sein können. Ja, und genau, jetzt mal abwarten, das kann ich dann was halt noch auch kommt. Nachvollziehen. Auf jeden Fall. Ich meine, dann haben wir noch, Trader Online, glaube ich. Wir haben Trader Online. Genau, die haben heute. Normalerweise noch Schattenspieler. Normalerweise, aber dazu kommen wir gleich. Genau. Würde ich gerne gleich darauf kommen. Und Card-Journalist, offiziell, oder? Offiziell. Und von den Deutschen hat heute nur Card-Journalist ein Video hochgeladen zu den neuen Sets. Also im deutschsprachigen Raum. Ja. Hat das schon was zu heißen? Man weiß es Kommt nicht. Da demnächst vom Schattenspieler noch ein Video? Man ich bin auch weg vom Fenster. Aber wenn man sich die US... Ja, da würde mich nur interessieren, wie es weitergeht. Ja, aber auch die US-Sachen. Ne? Also wenn wir rüber gucken über den Teich, da war auch ganz, ganz wenig. Ich glaube, da habe ich auch nur ein oder zwei Videos gesehen. Die ganzen normalen Team Sam und so und Co., die haben alle keine Videos gepostet. Von dem Set, was jetzt kommt, also von dem 21st Anniversary. Ja, aber jetzt auch ganz ehrlich, nehmen wir jetzt mal an, nur Trader Online und Card Journalist würden übrig bleiben. Die haben jetzt auch nicht so eine starke Relevanz auf YouTube selbst, dass Konami sagen würde, könnte, wir machen das weiter mit denen. Also ich würde von meiner Seite, wenn ich was in Konami zu sagen hätte, nee, wir beenden das von unserer Seite aus und wir stecken lieber die Energie, was wir die ganze Zeit in für Influencer reingesteckt haben, stecken wir einfach in einen Beauftragten, ähnlich wie es vielleicht im Yu-Gi-Oh! Japan dann abläuft mit den Bandlist-Erklärungen und Co. Weil das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht für die allgemeine Community, wenn die Infos direkt von Konami oder von jemandem also dafür angestellt, dass wäre schon cool. Ihr wisst, was ich meine. Ja, auf jeden Fall, verstehe ich. Ja, wäre schon cool. Also, das Ding ist halt, ich denke, dass Trader Online beispielsweise hat ja den Fokus mehr auf Magic und so. Also gar nicht so doll Yugi. Die machen zwar auch Yugi-Kram und Yugi-Locals und Yugi-Videos und so, ne? Und fragt den Judge, die haben ja auch Yugi-Formate. Aber deren Haupt-Content oder diesen Haupt-Card-Game ist ja tatsächlich Magic. Deswegen. Es wirkt zumindest so. Es wirkt zumindest so. Und das Ganze ist ja auch ein Store. Das heißt, sobald die profitieren ja von ihr doppelt. Ne? Also, wenn die sagen, hier, ich bin Store und ich bin von Konami gesponsert, ich bin Konami Store, man sieht ja auch einfach Kunden in den Laden, die den Laden vielleicht vorher noch nicht kannten. Oder es macht auf jeden Fall zumindest nach außen hin erstmal ein ziemlich geiles Bild. Ne? Wenn du sagst, ey, ich bin Store und ich arbeite mit Konami zusammen. Das grenzt jetzt eine kleine Frage so am Rande. Ich weiß nicht, ob das zum Thema passt. Konami Store. Wenn jetzt die Sponsorings von YouTubern wegfällt, das hat aber mit einem Store nichts zu tun. Der hat der darf aber immer noch Logik machen oder so. Ja, klar, das ist ja unabhängig. Ja, unabhängig. Okay. Also auch dieses ODS-Programm oder so, das ist ja unabhängig von der Sponsoring-Seite. Okay. Ne? Also von daher, ich kann mir vorstellen, dass Trader Online da irgendwie vielleicht noch was macht, aber es kann auch sein, dass sie einfach nichts machen. Ja, aber für die Community selbst, dass es keinen nennen wird. Genau, für die Community selbst ist das erstmal, glaube ich, vollkommen egal. Für ihn natürlich schön, Aushängeschild, gesponsert von Yu-Gi-Oh! Und Konami und Co. Und das war's aber auch schon. Und du siehst halt 2 Wochen vorher manchmal ein Opening. Genau,
Genau, also gerade diese Openings, ne? Das zieht natürlich auch Leute auf deinem Kanal oder sowas. Und Niska, hast du schon zigmal schon gesagt, auf so eine Kooperation bzw. Werbepartner kannst du verzichten. Ja, auf jeden Fall. In der Form. Also auf diese Partnerschaft. Vielleicht ändert sich nochmal was in Zukunft, vielleicht wacht Konami auf, aber ich bin durch mit dem Thema. Also wir können von mir aus ruhig über das andere Thema übergehen, außer ihr habt dazu noch was zu sagen. Ja, nee, ich glaube auch. Ich glaube, das ist schön knackig und oder wenn wir sind jetzt aktuell ja online, vielleicht wenn der Chat gerne was dazu reinschreiben möchte, kann er das natürlich gerne tun, aber wir würden jetzt einfach eine saubere Überleitung zu einem anderen Thema machen, was eigentlich ursprünglich unser Hauptthema gewesen ist. Das sind andere TCGs. Ja, Hobbylieder, magst du anfangen? Wenn du schon ja, mal gerne. Im Redefluss gerne, bist. Gerne. Ich gebe dann auch gerne danach an Salender ab, weil er hat ja auch mit Digimon zum Beispiel angefangen, oder du hast ja mit Digimon angefangen. Ich habe mit Digimon angefangen, ja, aber momentan ruht es ein bisschen. Leider ja. Gottes. Mhm. Ja, das ist aber auch, weil die Reichweite für Digimon halt noch nicht so groß ist, wie jetzt halt für ein anderes TCG. Mhm. Genau, da hat One Piece leider Gottes gerade irgendwie Digimon überrannt. Ja gut, es war ja voll im Hype, gerade wo Yu-Gi-Oh! Einen Tiefpunkt hatte mit Tränenklage, wo niemandem das Format gefallen hat und dann kam noch One Piece. Das hat halt One Piece halt super in den Karten gespielt. Ja, One Piece war zu einem absoluten Gottzeitpunkt da. Alle haben Yu-Gi-Oh! Gerade so ein bisschen gehasst. Alles war irgendwie gerade down. Es gab seit Monaten keine Bandlist mehr. Alles war irgendwie sehr eingespielt. Und dann kam ein neues Card Game raus. Das hat natürlich sehr, sehr viel gemacht. Und One Piece, das Card Game. Ich habe es noch nie gespielt, aber die Karten sehen ja auch gar nicht so schlecht aus. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Hat jemand oder kennt jemand von euch die Spielregeln von One Piece? Nein, keine. Nee, ich hab, okay, ich habe dieses Kauf, dass es einer von euch weiß, weil nee, ich weiß es auch nicht. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich hab bei YouTube schon jemanden gesehen, der es gespielt hat, aber ah, okay. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert. Also, keine Ahnung. Ja, was ich halt ein bisschen faul finde, das macht aber Digimon genauso. Jetzt in anderen TCGs, da finde ich Yu-Gi-Oh! Doch schon ein bisschen besser, was die Arts betrifft. Mhm. Weil manchmal nehmen sie halt nur aus der Serie so Screencuts raus, Screenshots gefühlt, packen das auf eine Karte, machen ein bisschen Text dazu. Hier hast du eine neue Karte. Das ist sowas, ein bisschen, was ich faul finde in anderen TCGs auf jeden Fall. Das macht auch manchmal Digimon. Also nicht so oft, aber es kommt vor. Und da finde ich es doch bei Yu-Gi-Oh! Besser, dass sie halt ihre Schiene beibehalten. Dass sie jetzt nicht irgendwie vom Anime was rausnehmen und da auf die Karte reinkopieren. Es gab ja auch schon Anime-Situationen, aber die werden dann halt komplett neu gezeichnet. Ja. Das finde ich halt in dem Punkt besser. Das stimmt. Also wirklich reinnehmen irgendwie von vom Anime so 1:1. Ich glaube, das passiert sehr selten. Ich weiß gar nicht, es kann sein, dass von den allerersten Karten da was ist, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist alles neu gezeichnet. Tatsächlich. Und wenn wir noch mal kurz bei Digimon sind. Salene, warum hast du es angefangen? Warum findest du es? Ja, also ganz ehrlich, Digimon habe ich auch angefangen, wie Tim eben schon gut erklärt hat, als Tränenklage so seine Reihen gezogen hat. Okay. Und da habe ich mir gedacht, oh, Digimon sieht ganz interessant aus, habe mich da ein bisschen schlau gemacht und habe mir dann auch ein blaues Deck zusammengestellt, habe dann so die ein oder andere Runde auch in meinem Local gespielt, aber wie du auch schon gesagt hast, Tobi, da ist die Reichweite leider nicht so groß und man findet hier bei mir gerade unten im Saarland gar nicht so die Leute für Digimon zu spielen, das finde ich echt schade. Ich finde das Game so toll. Auch gerade die Karten mit diesen Full-Card-Artworks sind echt toll. Und ja, ich finde ein bisschen schade, dass es gerade ein bisschen hängen bleibt bei mir mit Digimon. Ja gut, aber da kann man ja entgegensteuern, wie damals zum Lockdown, zur Corona-Zeit, kann man jetzt sein eigenes Remote eventuell aufbauen zu Digimon, ne? Oder bereits zu bestehenden Discords mit eintreten. Also ich glaube, das ist das kleinste Hindernis. Wenn du wirklich spielen willst, dann kannst du spielen. Wir haben ja auch einen Remote-Bond auf dem Discord-Channel, ne? Und könnte Leute, man tun. Die Digimon Remote spielen. Genau. Unter anderem ab und zu in meinem Stream spiele ich es ja auch gern mal. Ich finde halt bei Digimon einfach, ich finde es cool. Es ist halt anders da wie bei Yu-Gi-Oh! Bei Yu-Gi-Oh! Musst du jetzt halt jedes Mal neue Karten printen, theoretisch, um weiterzukommen oder den Power-Creep zu halten, quasi. So. Ja. Das hast du ungefähr bei Digimon ja auch irgendwo. Es kommt ja immer wieder eine neue Fähigkeit dazu in der Karte selbst, was es zuvor nicht gab. Aber das Coole ist, du hast erstens mal Farben. Das heißt, du kannst mit dem Monster komplett variieren in deinem Deck.
Also, was die, also für Tim, wenn du Digimon noch nicht gespielt hast, du ich fängst halt wirklich bei keine Rookie Ahnung, an. Was Farben sind oder. Ganz kurz, du fängst bei Rookie an, kannst dann auf Champion übergehen, auf Ultra und immer so weiter. Mhm. Und du kannst dann. Die Farbe ist, es muss nur dieselbe Farbe beinhalten von der nächsten Stufe und das Level, das muss natürlich auch alles passen von der Evolution, ja. Also Digitation quasi. Und dann kannst du immer hochgehen. Und wenn jetzt zum Beispiel ein neues Set rauskommt, das, du musst nicht zwangsläufig dein komplettes Deck wegwerfen. Du kannst es zum Teil ergänzen. Okay. Ja. Wie viel? Weil immer dieselben Monster oder in einer anderen Form released werden, aber mit anderen Fähigkeiten. Und das okay. finde ich halt cool bei Digimon. Das stimmt, das ist cool. Wie viel, also wie viele Karten hat man im Main Deck? 50. 50? Ja. Und das ist festgeschrieben? Irgendwas mit Eier dabei, gell? Ja, du hast safe 50, immer 50. Mhm. Das ist ja. fest. Und dann hast du noch ein Digitama-Deck, also so dein Brut. Brutstätte, sage ich jetzt. Ja. Und das sind dann deine Babys, da kannst du maximal 5 reinlegen. Okay, okay. Und also du brauchst 55 Karten und im Gegensatz zu Yu-Gi-Oh! Also Digimon kann auch teuer werden, so ist es nicht. Mhm. Aber wenn du jetzt gerade auf Casual spielst zum Beispiel, kann dich ein Deck 30 Euro kosten. Mhm. 55 Karten. Mhm. Okay. Wenn du es auch ein bisschen meta-relevanter spielen willst, bist du maximal, wenn du noch auf die Artworks achtest, auf die Alternativen, bist du bei 150 Euro dabei. Maximal. Für ein Meta-Deck. Ja, das geht ja eigentlich. Also das geht ja wirklich ganz gut. Aber Tim, wie sieht's mit dir aus? Ja, ich bin tatsächlich neben Yugi Pokémon-Spieler. Also das andere Mon-Game. Das andere Mon. Genau, Pokémon. Pokémon-TCG. Also Pokémon-TCG hat's mir dann doch irgendwie angetragen. Ich konnte mit Digimon nie was anfangen. Ich fand es immer total langweilig, ehrlich gesagt. Ich habe auch schon die Serie irgendwie 2-3 Mal geguckt oder sowas. Mich holt das überhaupt nicht ab, kein bisschen. Und mit Pokémon bin ich aufgewachsen. Das ist irgendwie so das, was ich kenne und was irgendwie so alle Freunde von damals auch gespielt haben. Das ist interessant, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich konnte irgendwann mal mit Pokémon nichts mehr anfangen. Ja, und bin irgendwie seit Kindheit bei Pokémon geblieben. Früher immer ganz viel natürlich. Nur gesammelt. Niemand wusste, wie dieses Spiel eigentlich gespielt wird. Und irgendwann hat man sich dann doch mal hingesetzt mit ein paar Leuten und hat mal geguckt. Ja, spielst du da auch dann aktiv Pokémon oder eher online, remote oder? Ehrlich gesagt eher mehr online. Ich habe ein physisches Deck bei mir, aber das ist nicht aktuell. Also ich hätte nicht die Chance gerade aktuell irgendwie was zu machen. Es liegt aber auch daran, dass ich hätte richtig Bock drauf, so ist es nicht. Aber so Pokémon Locals oder Pokémon Turniere sind tatsächlich relativ rar. Also gibt es tatsächlich relativ wenig. So, also einmal im Jahr oder so sind halt irgendwie World Champions oder so in London oder auf der ganzen Welt verteilt oder sowas. Dieses Jahr ist es wieder in London, jetzt Ende September. Das ist halt ziemlich nice. Auch sowas wie Local Stores oder sowas gibt es eher weniger für Pokémon TCG. Und wenn du so Regionals und so spielen möchtest, das ist halt auch eher mau. Also gibt es sehr, also gibt es, so ist es nicht, aber eher wenige. Und wenn, dann fährst du auch gern mal, also fährst dann auch wirklich einfach deutschlandweit oder aber fliegst halt zur nächsten Regional nach London oder irgendwo anders hin. Ne? So, das ist dann eigentlich Standard. Unterm Strich ist viel zu wenig gespielt. Ja, also die Turniere sind jetzt nicht so klein, also die sind jetzt nicht so riesig wie bei Pokémon, wie bei Yugi. Mhm. So ist es nicht. Aber also die Bubble, die aktiv Pokémon TCG spielt, die ist nicht so riesengroß. Und auch die Turniere, die sind auch nicht so, dass du sagst, ey, ich kann jede Woche, jeden Monat irgendwie großes Pokémon-TCG-Spiel machen, irgendwie Turnierspiel. Es gibt Pokémon-TCG-Locals und Stores, definitiv, aber das ist auch wirklich eher die Ausnahme. Ne? Und die meisten Stores, die das anbieten, die machen dann halt nicht nur Pokémon, sondern halt irgendwie auch Yu-Gi-Oh! Und Co. Ne? Also zum Beispiel hier Atzenjens, ne? TCG Atzenjens in Halle, die machen tatsächlich ab und zu Pokémon-TCG-Locals. Aber Halle ist von mir jetzt irgendwie auch noch erstmal 2-3 Stunden mit dem Auto entfernt, mindestens.
Und von daher, jedes Mal irgendwie 3 Stunden zu den Locals zu fahren, weiß ich nicht, ist irgendwie auch so suboptimal, ne? Und dann bist du ja da natürlich auch erstmal vor Ort. Das heißt, du musst erstmal gucken, spielst du Locals, fährst du dann nach 3 Stunden wieder zurück oder pennst du irgendwo in der Nähe oder hast, also weiß nicht, das ist alles nicht so super Ja, cool. gut. Und Entschuldigung. deswegen, ja, nicht Man schlimm. kann ja sagen, Pokémon ist auch immer eher was Ist in die mehr zum Sa Sammelrichtung Ja, betrifft. Pokémon ist wirklich mehr zum Sammeln. Ich meine, wenn du dich auch so auf YouTube umschaust, habe ich auch mal geguckt, ob das vielleicht eine Nische ist, wo ich als Ja. Content ab und zu mal generieren kann, hier auf dem Kanal. Habe mich aber dann dagegen entschieden, weil es dann noch ein neues Thema gewesen wäre. Es wäre einfach zu viel gewesen für mich selbst. Und es wird auch gar nicht mehr so gut geklickt, beziehungsweise der Bedarf ist auch gar nicht da. Ja. Ja, wie Die gesagt, es. letzten Videos, gerade auch online, die sind vielleicht schon 1,5 Jahre alt oder sowas. Da kommt nichts mehr Neues hinten nach. Ja, also ne, wenn ich Pokémon spiele, dann spiele ich ja das Pokémon TCG Live-Spiel, das ist ja das Online-Spiel, das ist ja wie Dueling Book sozusagen, aber halt nur für Pokémon. Und dass man sich die Pokémon-Karten erfarmen und erspielen muss mit Booster-Packs und so. Und du kannst ja, ne, wenn du real Sachen kaufst oder so, dann kriegst du ja auch die Codes, dann kannst du die ja auch einlösen, um dort Produkte zu kriegen. Also das mache ich tatsächlich so, aber das mache ich privat so. Und da habe ich auch so ein, zwei Leute, mit denen ich das zocken kann. Und das macht auch echt Spaß, das ist echt cool. Gesagt, ich hatte mal ein TCG-Deck, womit ich tatsächlich auch ein paar Mal gespielt habe. Das war schon ziemlich cool. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Aber jetzt fehlen mir auch so ein bisschen die Leute. Also gerade hier im Umkreis kenne ich niemanden, der ja, der das Spiel irgendwie spielen kann. Also ich kenne einige, die die Karten sammeln und auch immer noch Karten haben. Aber jetzt zu wissen, wie das Spiel grundlegend funktioniert, ja, wirklich würde ich wirklich die Ausnahme und wenn dann auf einem sehr niedrigen Level und also wirklich dieses Starter-Deck Anfänger-Level vielleicht. Und da bin ich tatsächlich auch schon drüber. So und ja, auf irgendwie gleichwertigen Niveau dann nochmal jemanden zu finden, ist dann tatsächlich gar nicht mal so einfach. Und es gibt auch Pokémon Remotes und so, aber dafür müsste ich mir tatsächlich mal irgendwann mal ein Meta-Deck oder ein aktuelles Deck kaufen. Und da hadere ich noch so ein bisschen mit. Da kaufe ich momentan noch lieber Yugi-Karten anstatt irgendwie Pokémon-Karten. Aber ja, das Spiel macht an sich sehr viel Spaß. Also ich finde es sehr, sehr geil. Habt ihr Pokémon mal gespielt? Ich weiß, Hobbyliga, du hast mal, wir haben mal eine Runde Pokémon gezockt, online auch. Also ich habe tatsächlich Pokémon nur damals auf dem Game Boy Color gespielt, über das Spiel, Geil. Pokémon Trading Card Game. Das habe ich tatsächlich wirklich gefeiert Ja, cool. und habe mir dann irgendwann, als die Edition Diamant, Perl und Platin rauskam, Monster Deck Empoleon gekauft. Ach, nice. Aber ich habe mir an dem Gamecake gefallen mir gehabt. Also dann lieber so online irgendwie auf einer Plattform, das ist okay, aber so wirklich mit realen Karten habe ich da nichts dran. Ja, also Pokémon mit realen Karten macht schon echt sehr viel Spaß, aber wie gesagt, du brauchst doch jemanden, dem du Ja, aber irgendwie das hält, zocken finde kannst. ich meiner Meinung nach nicht so lange an wie jetzt wie bei Yu-Gi-Oh! Oh, mein künstlicher Wasserfall wieder. Ich habe ja Pokémon von Anfang an mitgemacht. Bis zur Fossil, was Dschungel davor oder danach das Fossil? In welcher Reihenfolge waren Erst das? Jungle, dann Fossil. Genau, dann habe ich. Was ist denn da los jetzt? Ne, ich habe bis dem dritten Set gemacht. Ich glaube, das war das Fossil, haben wir ihm gesagt. Damit habe ich noch mitgespielt. Da war ich auch tatsächlich aktiv auf Locals. Ach, Damals hieß, cool. aber was haben wir damals gesagt dazu? Wir haben es nicht Locals genannt. Es war einfach, ich weiß nicht, damals hat es einen einfachen anderen Begriff gehabt. Wir gehen Karten spielen. Ja, wir gehen Karten Fertig. Das spielen. war damals bei uns in der Stadt. Und irgendwo ganz am Ende, am letzten Eck, fast am Rand von Mannheim gefühlt, ne? Und da war noch diese Aktion. Da hast du das fand ich cool damals. Du hast du damals die richtige Orden sammeln können. Ach, das ist ja Wow. cool. Da hast du die dann als Pin-Up bekommen und hast sie dann irgendwo hinstecken können. Und da habe ich Okay. dann den Felsorden und den Aquaorden, glaube ich, oder Wasserorden. Die habe ich dann noch geholt. Aber dann war es mir einfach. Der Aufwand in dem Alter war mir dann einfach zu dumm. Ja. Jedes Mal dahin zu fahren, gucken, dass du pünktlich bist. Ich meine, da hat es ja bei mir gerade an Augen gefangen, mit in Richtung Ausbildung zu suchen und alles. Und da setzt du halt deine Prioritäten anders, so wie jetzt in einem Kartenspiel.
Am Anfang hat es Spaß gemacht, aber du hast halt gemerkt, dieses Booster ziehen, das war dann halt ernüchternd, wenn du nicht die Karten bekommen hast, die du gewollt hast oder nicht gezogen hast. Damals gab es ja kein Card Market. eBay war auch noch nicht so populär, sage ich jetzt mal, dass du darüber Karten kaufst. Wie kommst du sonst an Karten ran? Durch Tauschen halt, ne? Damals war es viel, viel, viel schwieriger, ne? Ja, damals auch, durch Tauschen, ne? Ganz viel einfach tauschen, das war... Das ja, auch durch Tauschen, aber damals gab es ja auch diese Meta-Spieler, sage ich jetzt mal. Und die haben dich ja natürlich auch geguckt, dass die dich irgendwie abrippen. Ich weiß nicht, wo die ihre Informationen dann hergenommen haben, aber die wussten dann in der Regel... War damals bestimmt über diese ganzen Heftchen, die haben sie hieß, Hard Collector und so, da haben doch immer... Ah ja, genau, dafür haben sie es bestimmt. Stimmt. Da haben utopische Preise drin gestanden manchmal. Stimmt. So ein Buch habe ich tatsächlich auch noch für Yu-Gi-Oh! Karten. Ja. So mit dem, ich glaube, Legend of, also die ersten 5 Sets jetzt. Mit Legend of Blue Eyes und Co. Die ersten 5 Sets, die genau jetzt auch als Reprint gekommen sind. Da habe ich auch noch ein Buch von, wo damals in der Card Master die Preise drin standen. Und einige Preise, muss ich sagen, aus heutiger Sicht vollkommen übertrieben. Und einige. Ja, du, aber du hast es verlangen können und die Leute haben es auch bezahlt, wenn du die Karte unbedingt wolltest. Ja, genau. Das stimmt. Und einige Preise denke ich mir so, oh, wenn die Karte so viel gehen würde oder wenn ich die Karte heute, Stand heute, für den Preis bekommen würde, ich würde sofort wollt's zuschlagen. Gerade eben sagen. Ich würde sofort wollt's zuschlagen. Was halt damals halt vollkommen übertrieben ist, ist halt heute das absolute Mega-Schnäppchen. Also, Pokémon, hast du nur dieses Diamant und Pearl gespielt, Saarländer, haben wir eben gesagt? Ja, ich habe mir damals ein Starter-Deck in Polion noch gekauft, weil ich mir gedacht habe, oh, ich habe damals an dem Gameboy-Spiel so viel Interesse, vielleicht komme ich ins TCG hin, aber nie irgendwie richtig damit angefangen. Die Gameboy-Spiele habe ich auch alle gespielt, seit Stunde 1 spiele ich alle Pokémon. Komischerweise haben Pokémon auch die Interesse daran verloren, weitere Kartenspiele rauszubringen. Ich weiß, es gibt noch einen zweiten Teil für Japan. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Ich glaube, da gibt es sogar ein Projekt, wo das, glaube ich, Fans auf Englisch oder auf Deutsch sogar übersetzen als ROM. Das kannst du, glaube ich, schon irgendwo runterziehen. Muss ich nochmal gucken bei Gelegenheit, falls es der Chat oder die, muss jetzt nachgucken auf YouTube, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr was darüber wisst. Aber es ist nicht so wie bei Yu-Gi-Oh!, dass da gefühlt nach jedem Hauptset ein neues Spiel rauskam, ne? Nein, gar nicht, leider. Ich habe damals noch echt gehofft, dass auf dem neuen Game Boy Advance dann noch ein Spiel rauskommt zu den neuen Sets, dass man da noch aktiv noch mal was spielen kann. Aber leider kam das Spiel nicht so gut an anscheinend. Oder wurde nicht so gehypt, dann, dass man noch was entwickeln muss. Ich denke schon, dass das Spiel gehypt wurde zu dem Zeitpunkt. Na, kam die Anfangsphase, die ersten 3 Sets auf jeden Fall, die haben auf jeden Fall gerockt. Ja. Vielleicht auch noch das Team Rocket Set, aber da bin ich dann schon raus gewesen. Also, ja, wie gesagt, Pokémon war ja hauptsächlich, also ich glaube, das fing damals schon an mit dem Sammeln auch krass. Also ich weiß noch, dass ich meine Karten damals krass gesammelt habe. Was mich angekotzt hat bei Pokémon TCG, ich sag das ganz ehrlich, du hast ja vom Videospiel aus gelernt bekommen, 1 bis 150 beziehungsweise 151 am Anfang. Genau. So, dann hast du dir das erste Basic Booster geholt, oder wie das heißt, aber dann hast du ja gar nicht die alle 150 gehabt. Nee, auf keinen Fall. Das hat mich damals schon abgeturnt. Ist okay, da kommen halt neue Sets raus mit neuen Pokémons, aber da auch mit den nächsten 2-3 Sets war das Set theoretisch nicht komplett. Es hat ja immer irgendwas gefehlt. Ja, aber das ist ja auch die Strategie dahinter. Genau, aber das hat mich angekotzt einfach. Und dann manche Arts haben mir einfach, die waren mir zuwider, die waren so hässlich. Ja. Guck dir mal Bisaflor an. Ist eine ikonische Karte, ein ikonisches Pokémon, aber das Art ist ultra hässlich. Meinst du jetzt aus der Base? Also aus dem Base-Set? Auch ich finde, das geht sogar. Nein, das ist einfach eine hässliche Kröte mit einer Blume auf dem Rücken. Fertig. Nee, also ich finde das Vini-Floor. Schleimer. Ich finde die Base-Set-Artworks, die gehen. Also es sind ein paar dabei, wo ich sage, okay, aber von den. Ja, aber nur eine Handvoll. Ja, aber ich finde, von den Holo-Artworks sind eigentlich fast alle. Was den einzigen, wo ich damals cool fand, war wirklich auch mein Favorite-Pokémon gewesen, ist war Turktok. Den habe ich mir jetzt in diesem Jubiläum hier nachgekauft. Ja. Ui. In diesem 25. Jubiläum habe ich mir nachgekauft auf dieser GSG-Convention. 35 Euro dafür bezahlt in einer 9,0. Die wollte ich unbedingt haben, weil Turktok war mein Favorite. Weil ich habe das ein bisschen gedacht,
Turtok, der hat Knarren. Der ist brutal. Ja. So. Ja. Und die anderen, ah, Klurak ist ein Drache. Cool. Mal gucken, wie die anderen 148 sind. Hm. Ja. Ja. Die waren da nicht so tolle. Ich habe die ja tatsächlich noch alle aus dem Base-Set, die Holos. Alle? Mir fehlen, glaube ich, 2 oder 3. Die werde ich jetzt demnächst nochmal nach. Alle First? Kaufen? Nein, das sind Unfirst. Die werde ich jetzt nochmal. Du musst mal überlegen, damals. Ich habe ja damals. Und dann habe ich tatsächlich alle Base-Sets Holos. Ich hatte auch das erste Base-Set fast komplett. Hm. Wir haben vielleicht 4, 5 Holos gefehlt, inklusive Glurak, ist klar. Ja, Glurak habe ich. Ja, immerhin. Mir fehlen quasi noch, mir fehlen tatsächlich die günstigen Holos. Das ist eigentlich okay. Ganz gut. Aber ich hatte sie alle in First, meine Karten. Ah, okay, das ist geil. Das ist geil. Und ich hatte damals zu dem Zeitpunkt mit meiner Beziehung, also wo auch der Sohn entstanden ist, das war alles im Keller schön, versiegelt, dass nichts drankommt, keine Feuchtigkeit, kein Dreck, vor Einschläge geschützt, so richtig Topholder-Boxen. Mega, mega. Dann kam es zur Trennung, was macht meine Ex? Nimmt die Karten mit. Nein, die hat alles auf den Sperrmüll geworfen. Bevor ich das Zeug abholen konnte. Alter, in dem Moment war es mir ein bisschen egal, weil es halt die Situation so hergegeben hat. Ich habe mich natürlich geärgert, weil es war viel Zeug von meiner Kindheit dabei, im Allgemeinen, und da war das mitunter dabei. Und wenn ich mir heute die Preise angucke, Also Glurak First, Sperrmüll. Ich kann, ja gut, Glurak hatte ich ja nicht First, aber ich hatte Turtok First. Ich hatte Turtok First. Auch das ist. Und das hat wehgetan. Ja, das glaube ich. Ja, das glaube ich total. Das glaube ich total. Aber auch was Videospiele betrifft, was ich verkauft habe. Aber da können wir mal über ein anderes Thema reden. Wir reden jetzt über TCGs-Karten. Ja, aber selbst wenn du dir wenn du dir jetzt zum Beispiel die Starter anguckst, ne? Also allein ein Glumanda aus dem Base-Set in First in Nirmund liegt ja schon bei knapp 30 Euro. Nur das Glumanda. Echt? Ja, in First aus dem Base-Set liegt bei knapp 30 Euro. Englisch wohl, Deutsch weiß ich nicht, aber immer englische Preise. Deutsch ist ein bisschen günstiger. Gibt es auch so toll, ganz kurz, dass wir so ein bisschen vom Pokémon auch wegkommen, gibt es auch andere extrem mehr teure Karten in anderen TCGs oder ist der Pokémon wirklich so ein bisschen die Ausnahme, weil es eine Sammelnische geworden ist? Also ich glaube an Kartenpreise ist Pokémon das Nonplusultra nach Yugi. Magic? Was ist mit Magic? Stimmt, genau. Magic. Hast du Ahnung mit Magic? Magic, da gibt's den Black Lotus und Co. Das sind ja 150.000 Euro teilweise und noch mehr. Also okay, warte, weil dem einen Ring, in dem Herr der Ringe Set, der war doch auch jetzt bei einem unschlagbaren Preis, glaube ich. Da, Herr der Ringe, gibt's ein TCG von? Nee, das ist ein Magic Set, Herr der Ringe rausgekommen. Ist so ein Special Ding. Okay. Ja, Magic bin ich nicht drin. Das Display allein kostet 500 Euro. Nur Display. Okay. Und ein 10 Karten Booster kostet 60 Euro. Ja, okay, krass. Ja, Magic hat auch teils knackige Preise. Aber ich glaube, da auch vorwiegend die alten Sachen. Aber ja, ich glaube, das Höchste, was so jetzt bei Digimon geht, also ich kaufe ja ab und zu mal ein, sind so die Alternativ-Artworks. Also da gibt es jetzt aber auch sowas Ähnliches wie Ghost Rare oder sowas. Okay. Was Ähnliches oder ist es so, dass die Karte zum Beispiel komplett schwarz oder komplett weiß mit dem jeweiligen Digimon irgendwie, die gehen dann auch mal bis zum Tausender, aber die sind dann auch extrem selten zu ziehen. Okay. Aber das ist ja eher jetzt die Ausnahme und im Schnitt bist du bei zwischen, mit dem Alternativ-Artwork, glaube ich, bei zwischen 40 und 60 Euro irgendwie. Ja, wie hier schon im Chat geschrieben wird, die kriegen halt keinen Reprint, ne? Und das ist, glaube ich, bei Magic einfach so. Also ich bin überhaupt nicht im Magic drin. So. Also falls einer von euch Magic spielt, bitte korrigiert uns oder klärt uns da mal ein bisschen auf. Ja, aber ich glaube, es sind bei Magic auch überwiegend die alten Karten. Also die richtig, richtig alten Karten. Und dann sowas in halt, also man kennt so nicht. Ich denke, das ist aber in jedem TCG so, dass die richtig alten Karten oder die ersten Vorreiter irgendwann immer teurer werden. Ja, wobei, wenn wir uns jetzt ein Blue Eyes angucken, selbst in einer PSA 10 ist es ja unter 1.000 Euro. Also aus LOB? Aus LOB, muss man gucken. Das ist vielleicht 1.000... Erste Auflage, bist du dir das sicher? Ja, vielleicht 1.200 Euro oder so. Oder so. In Englisch?
Ja, die sind nicht so teuer. Also 1,5 maximal, wirklich. Also wirklich maximal. Müsste man mal recherchieren. Muss mal gucken, aber die sind wirklich, die sind also so selbst ungegradeten LOB Blue Eyes, ungegradet First, kriegst du ja, glaube ich, auch schon für 200, 300 Euro oder so. Oder im sehr, sehr guten Zustand, glaube ich, 500 Euro oder so. Muss man jetzt mal auf Cardmarket gucken. Aber dass dann Grades so eine schwache Steigerung bringt? Ja, aber Yu-Gi-Oh! Und Grades ist ja eh nicht so doll. Das kommt jetzt erst, aber so richtig Grading ist ja eigentlich so Pokémon, ne? Und Magic vielleicht noch so. Du, das, ich denke, das ist... Es hat seine Zeit. Es hat seine Zeit, definitiv. Wollen wir mal gucken, live? Wir können ja mal hier, pass auf, ich mach mal TCG Market auf und ich will mal schauen, was wir. Ich hole mal kurz ein Blue Eyes. So. Wir können ja derzeit schon mal ein anderes Thema anscheinend. Wie sieht es denn aus bei euch mit. Also, Hobbyliga, ihr beide spielt ja Digimon, ne? Ja. Ist Digimon für euch so ein Spiel, wo ihr sagt, da sehe ich mich auch als Alternative als Yugi? Also könntet ihr sagen, okay, ich könnte mir vorstellen, irgendwann mit Yugi komplett aufzuhören und komplett zu Digimon zu skippen? Oder sagt ihr, nee, Digimon bleibt eigentlich wirklich mehr so ein Zweitgame? Wie ist das? Saarländer? Ich würde sagen, dadurch, dass ich mit Yu-Gi-Oh! Großgen bin, klar bin ich auch mit Digimon Großgen, mit der Serie und so, aber mit dem Kartenspiel, da gab es ja nur ganz früher diese Digimon-Karten, die habe ich dann aber eher gesammelt und jetzt aktiv spielen tue ich auch nicht so. Also ich würde eher sagen, dass Yu-Gi mein First Game TCG bleibt und Digimon wirklich so zweitrangig nebenbei mal gespielt wird. Genau, diese, aber ich finde die so cool. Ich finde die echt so schön. Ne? Klar sind die neuen auch schön, aber. Ich hab's complete. Echt? Oh, das ist toll. Das ist wirklich so ein Schmuckstück. Man sieht mal ein bisschen böse und aufgequollen aus, aber ich finde die Karten cool. Die sind richtig. Die haben Sammelfaktor auf jeden Fall, die alten Karten. Ja, das stimmt. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, red ruhig weiter. Ja, alles gut. Also ich bleibe auf jeden Fall Yu-Gi-Oh! Hauptgame und Digimon dann Second Game. Okay. Bei mir ist es tatsächlich sogar ein bisschen anders. Ich meine, Digimon ein bisschen populärer werden würde, was heißt würde ich tatsächlich verbreiteter einfach. Verbreiter, also okay. Es geht mehr an die Leute einfach. Okay. Es ist attraktiver zu spielen einfach als Alternative, sage ich jetzt mal, zu Yu-Gi-Oh! Ich meine, irgendwo brauche Yu-Gi-Oh! Auch eine Konkurrenz. Es kann ja nicht sein, dass Yu-Gi-Oh! Als TCG das absolute Monopol hat, was es jetzt aktuell hat. Es muss sich ja irgendwann mal eine Konkurrenz irgendwo aufbauen. Also Wettbewerb ist ja gut. Es ist sehr gut. Also, und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn es populärer werden würde, dass ich sogar hergehe und sage, mein Main-Kartenspiel ist Digimon und mein Second-Game wäre Yu-Gi-Oh! Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, weil ich bin ja eh bloß im Casual-Bereich unterwegs. Ja. Und ich habe es jetzt auch gemerkt beim Card-Market-Einkaufen, ich kaufe mehr Digimon-Karten ein wie Yu-Gi-Oh!-Karten. Ach Mensch. Ja, okay. Weil ich kaufe halt nur die Karten-Supports im Casual-Budget-Bereich, die zu meinen Decks passen. Mhm. Blue Eyes, Shiranuri, Cyber Dragon und Co. Und die werden ja früher oder später eh alle mal gereprintet. Das heißt, die kriegst du eh alle irgendwann mal billig hinterhergeworfen. Ja. Bin zwar nicht immer auf dem aktuellsten Stand, aber ich hab sie dann zum Spielen. Wenn ich Glück habe, noch schön Rarity. Okay. Und Digimon, ich weiß nicht. Es reizt mich einfach mehr. Ich find's einfach cooler, weil quasi mit einem Monster versuchst oder mehreren Monster dich aufzubauen gegen deinen Gegner. Das ist wie richtig so ein Level-Up-System. Das hat Yu-Gi-Oh! Halt nicht. Spannend. Also wobei ich muss sagen, Yu-Gi-Oh! Ist deutlich angenehmer gegen die Meta zu spielen geworden, wie es mal gewesen ist, wenn ich mal online bin oder so. Okay. Es war schon wesentlich ekliger. Tim, würdest du Yu-Gi-Oh! Für irgendein anderes TCG aufgeben? Pokémon zum Beispiel. Sag mal, Pokémon ist voll im TCG-Spieler-Hype. 5000 Spieler auf dem Turnier. 5000 Spieler. Tim ist dabei. Also ich glaube nicht. Ich glaube, dafür macht Yu-Gi-Oh! Mir persönlich zu viel Spaß, auch weil es
competitive-mäßig doch nochmal anspruchsvoller ist, auch als Pokémon. Und weil du da doch nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten hast, auch an Deckbuilds und Individualität. Also bis auf einem gewissen Level sind halt Pokémon-Decks dann halt wirklich, also Yu-Gi-Oh!-Decks sind ja irgendwann auch gleich so, ne? Das will ich gar nicht feststellen, aber Pokémon-Decks sind da schon sehr, sehr gleich. Also du musst ja 60 Karten spielen und du spielst gerade im oberen Meta spielst du so 50, 55 Karten eigentlich immer gleich. Spielt jedes Deck, musst du spielen. Sonst kannst du gar nichts machen. Und es gibt auch gar nicht so die große Variation irgendwie, sondern du hast eigentlich ein, zwei, drei Decks oder sowas, die hier oben mitspielen. Es gibt Metas, da sind irgendwie ein bisschen flexibler, da sind mal so vier, fünf oben mit dabei. Und die sind auch oft das irgendwie mehr so im Dreieck so. Also so auch sowas wie Tier 0 komplett gibt es im Pokémon eigentlich auch überhaupt gar nicht. Und durch die Set Rotation ist es ja auch so, dass alle drei, vier Monate oder alle halbes Jahr, das kommt mir immer ein bisschen drauf an, wie die Pokémon Company lustig ist. Aber ja, durch die Set-Rotation werden ja auch alte Sets rausrotiert, sodass du ja immer gezwungen bist, mit den neuen Karten, mit den neuen Sets zu spielen. Und ich finde das ja gerade. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, das ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt, Rotation. Können wir gleich nochmal mit ansprechen und das finde ich eigentlich gerade das Geile bei Yugi, dass wir auch Decks bauen können mit alten Karten und die trotzdem oben mitspielen können und dann halt eine alte Karte auf einmal voll bastet werden und das halt voll die kranke Karte wird, weil es halt früher gar nicht so eine große Möglichkeit gegeben hat, aber die auf einmal halt mega krass wurde und mega krass irgendwie sein kann. Und deswegen mag ich das so, dass du, egal was du spielst, halt auch nicht nur diesen Pool aus, sag ich mal, 300, 400 Karten hast, wie bei Pokémon, sondern halt wirklich den Pool aus über 10.000 Karten und daraus dir dein Deck bauen kannst. Und das ist auch sehr, sehr einzigartig, weil alle anderen TCGs haben diesen Pool halt nicht oder haben halt auch eine andere Beschränkung. Und deswegen würde ich sagen, das Yu-Gi-Oh! TCG ist schon mein primäres TCG. Und Pokémon ist mehr mein second TCG. Ja. Kurz gesagt, Tim braucht viel Auswahl. Er braucht es komplex. Einfache Spiele sind scheiße. Die spiele ich nicht. Nein, so nicht. So nicht, weil das Pokémon TCG. Nein, das Pokémon TCG macht mir ja Spaß und ich spiele es ja auch. So ist es nicht. Ne? Nee, das macht aber es ist scheiße. Und ich spiele nur dumme. Das sagst du jetzt. Ich mach doch nur mal Spaß draus. Ja, nee, also das Pokémon TCG ist schon cool und es macht auch echt Spaß. Aber du hast einfach nicht die Auswahl an den Karten, die du hast und die du spielen kannst, sondern du bist halt immer gezwungen, die neuen Karten zu spielen. Du musst die halt wirklich spielen. Und auch, ja, wenn du auf Turnierebene weiterkommst. Genau, wenn du auf Turnierebene. Du musst dich ja selbst reduzieren. Du kannst für dich oder für deinen kleinen Kreis oder in deiner Bubble immer noch sagen, nee, wir spielen nach unseren ganz eigenen Regeln. Und ja, das ist ja völlig Wurst dann. Das kannst du natürlich in deiner Bubble mit dem normalen, also Advanced-Format oder irgendwas spielen. Also das geht natürlich, ja. Nochmal zum Blue Eyes zurück. Ich habe mal ein bisschen geguckt hier. Also ein englischer Blue Eyes, die sind tatsächlich wieder teuer geworden. Wahrscheinlich auch so ein bisschen durch den. Die waren schon immer teuer. Ja, aber durch den Reprint. Also ein englischer Blue Eyes ganz normal. Also ohne irgendwas anderes. Tatsächlich. Döner ohne alles. Genau, Döner ohne alles. Also auch so. Fängt die ab 150 Euro an. Ne? Das ist einfach nur. Gegradet. Nee, ungegradet. Aber wollte gerade sagen. Ungegradet und auch nicht first. Und wenn du den halt first haben möchtest, in Mint oder nee, mit Mint, dann bist du so bei 700 Euro. Und genau nach oben halt. Es gibt leider keinen PSA gegradeten. Es gibt einen von, was ist denn das? Ich glaube Beckett. Der ist auch first. Nicht in der 10. Der will 3.300 Euro dafür haben. Finde ich auch vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Aber na gut. Ja, ist auch teuer. Aber ich glaube, das sind auch Sachen, weiß ich nicht. Mein Geld. Weiß ich nicht. Also mir würde, glaube ich. Muss nicht sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir. Wenn er mit einer Vitrine steht, muss das nicht sein.
Ja, also Ja, was. gut, wenn du ihn halt selbst gezogen hast und dann graden lässt, dann ist es ja egal. Dann ist es Also fein. egal, Und nur dafür damit bleibt. in der Vitrine steht, so viel Geld auszugeben. Nee, bin ich auch nicht dafür. Ja, es gibt genügend Also ich. Verrückte, die das machen, ne? Also. Ja. Ja, die haben aber auch dann das Kleingeld dafür oder sehen da eine andere Investition dahinter noch. Die machen das ja meistens kaum, weil sie es haben wollen, aus irgendwelchen Nostalgie. Vielleicht auch mit, aber die meisten probieren ja eher weiter zu investieren in der Regel oder probieren, das ist eine Art Wertanlage für die dann, mehr oder weniger. Das stimmt, das stimmt. Wobei ich auch Leute kenne, die es einfach so kaufen würden, egal wie viel es kostet, einfach nur um die Für gerade drei, zu haben. fünf. Ja, einfach nur, auch wenn die dafür 3 Monate nichts mehr essen würden, würden die die Karte kaufen. Nee, dazu gehöre ich nicht, da fresse Kann ich man lieber. natürlich auch eine Diät machen, ne? Bitte? So kann man natürlich auch So eine kann man Diät auch Diät machen. machen. Ja, du Schatz, ich mache eine Diät hier, 3.500 € Karte. Jetzt essen wir 3 Monate lang nichts mehr. Geht auf mich. Immer, so geht das auch, so geht das Super. auch. Wir ernähren uns nur noch von Luft und Liebe. Aber ja, wir wollten gerade nochmal über Set Rotation reden. Pokémon hat, TCG hat ja das Set Rotation System. Die Yu-Gi-Oh! Oder das Yu-Gi-Oh! System hat die Bandlist. Was hat denn Digimon? Gibt es sowas wie eine Bandlist, Set Es Rotation? gibt eine Oder? Bandlist, tatsächlich. Es gibt eine Bandlist. Und wie sieht die aus? Wie, in welchem Abstand kommt die? Sind da, also gibt es auch Karten auf 1, 2, 3, 4? Ich glaube, beim Digimon darf man maximal 4 Karten spielen, ne? Genau, du playst jetzt in 4 Karten. Wie ist das da? Wie verhält sich das? Das ist eine ganz normale Bandlist, wie überall. Ich schätze mal, überall dasselbe ist. Du wirst halt runter reduziert. Du darfst in der Also, Karte nur drei, zwei oder einmal nur spielen oder gar nicht mehr. okay, also das gibt es auch. Das gibt es Ja, auch. das kannst du. Okay. Aber es ist noch nicht so umfangreich, weil ich muss sagen, Digimon, wenn du dein Deck hast, du hast jetzt nicht so wie in Yu-Gi-Oh! Auch diese Flexibilität, sage ich jetzt mal, dieses umfangreiche Komplexe. Du hast eigentlich, wenn du ein Deck hast, hast du in der Regel fast immer deine feste Linie, die du spielst. Ah, okay. Das ist jetzt nicht so. Also, Zalan, du darfst mich gern verbessern, also wenn du möchtest. Also, ich sehe das zumindest so. Na. Und natürlich gibt es ein, zwei Karten, die hat man dann halt nicht so gut geschrieben, sage ich jetzt mal. Aber im Verhältnis ist es nicht so übertrieben jetzt wie in Yu-Gi-Oh! Wobei. Jetzt eine Frage an die Community vielleicht, weil wir uns alle ja nicht mit Magic auskennen, aber ich weiß nicht, ob ihr dazu wisst. Gibt es bei Magic eigentlich sowas wie eine Bandliste oder eine Die Rotation machen oder dürfen einfach alle Karten spielen? Ich Set glaube schon. Rotation. Ja, stimmt, Set Rotation, das hat sich erledigt. Die haben Wobei, man muss aufpassen, bei Digimon wird ja auch vermutet, dass eine Set Rotation eingeführt wird. ja. Das würde heißen im Endeffekt, wie kann ich das verstehen, Set Rotation? Also bei Da Pokémon. gibt es zum Beispiel, wenn dir, Salande, wenn dir das noch nicht aufgefallen ist, da gibt es zum Beispiel bei neueren Karten, Entschuldigung, Tim, Ja, mach ruhig. da gibt es zum Beispiel unter der Setnummer bei der Karte ist eine Ja. Nummer. So, und bei vielen Karten ist da jetzt zum Beispiel eine 1. Ja. Bei den späteren Sets ist jetzt eine 2. Und bei den neueren Sets ist schon wieder eine 3. Und viele, das ist jetzt nur die Theorie, es ist noch nichts bestätigt, viele gehen davon aus, dass gewisse Turniere oder also eine Set Rotation quasi, dass es halt über diese Nummer dann eingegrenzt wird, das Ganze. Okay, also das heißt, unser aktuelles Set ist ja BT13, glaube ich, und dass man nur noch Karten aus dem 13er Set spielen darf, oder wie? Ich weiß nicht, wie es aussehen wird, aber das ist nur, wie gesagt, die Theorie. Naja, Die aber Zahl, die darunter, okay. dass die damit was zu tun hat. Bei Pokémon ist es ja so, also die Set Rotation ist ja. Aber ganz kurz, Tim, halt kurz fest. Was aber interessant wäre, du könntest dann hergehen, wenn du jetzt so eine Turnierveranstaltung hättest, weil das jetzt nummeriert ist. Ich weiß nicht, wie es in anderen oder in Pokémon jetzt ist. Du könntest hergehen und sagen: Hey, wir machen jetzt dieses Jahr aus dem aktuellen Set, von mir aus die Rotation 7, wenn es eine 7 zum Beispiel dastehen würde, und wir nehmen noch das Set mit den Nummern 2 dazu. Dann könntest du einen komplett ko unterschiedlichen Pool aufbauen, was das betrifft. Das wäre cool. Da könntest du immer so raussuchen, wie es gerade am besten passt. Würde Ja. mir gefallen. Aber jetzt darfst du weitermachen, Tim. Ja, alles Entschuldigung. gut. Nee, also bei Pokémon ist es ja so, dass du von der Set Rotation sieht es ja so aus, dass die Sets aus dem letzten halben Jahr noch spielbar sein oder sein können oder 3 Monate. Ich weiß es gerade gar nicht mehr so ganz genau. Müsste ich mich jetzt auch nochmal schlau lesen. Aber ich meine, es war das letzte halbe Jahr. Und alles dann danach ist halt erlaubt und alles, was davor ist, fällt halt weg.
So, ne? Und wahrscheinlich würde es bei euch so sein, dass dann sagt, okay, alles ab, ihr seid jetzt bei 13. Dass man, 13. Aber genau. Mit der Kartennummerierung ist jetzt überall eine 3 unten drunter. Eine 3, achtmal okay. Drauf allen da. Okay, vielleicht, ja, vielleicht heißt es dann irgendwann, ihr dürft nur noch ab Nummer 3 spielen und 1 und 2 fällt dann komplett weg. So. Genau. Aber wie würdet ihr das finden? Wäre halt geil. Wie würdet ihr das finden, wenn eine Set Rotation bei euch kommt? Also fürs Digimon TCG? Du, ganz ehrlich, ich bin jetzt wie bei Yu-Gi-Oh! Ich habe meine 2-3 Decks, auch im Digimon. Genau. Die spiele ich weiterhin so, wenn jemand Just for Fun so mit mir damit spielen will, ist es in Ordnung, aber ich fange da jetzt nicht an, in jeder Rotation, ich komme auch drauf an, wie lange die dann geht, natürlich, da kaufe ich mir nicht jedes Mal ein neues Deck dazu. Aber wenn jetzt dein Deck rausfällt, also darfst du davon keine einzige Karte mehr spielen? Ja, dann spiele ich halt nur noch privat damit. Okay, okay. Gegen andere, die damit auf safe sind. Okay, ich meine, ich gehe ja nicht auf Turnieren oder sowas jetzt damit. Okay, verstehe. Das ist ja gar nicht meine in der... ist mal gar nicht mein Ziel darauf jetzt. Ich habe mir mal vorgenommen, regelmäßig auf Locals zu gehen, aber das passt mit meiner Arbeit einfach nicht. Ich kriege das so schwierig hin. Ich habe mir vorgenommen, wirklich alle 6 Wochen zu gehen. Von meiner Rotation von der Arbeit her wäre das gegangen, aber das kannst du gar nicht 6 Wochen lang vorher planen, weil mit Kindern, Beruf und eben den Alltag einfach geht es gar nicht. Deswegen probiere ich mehr. Also Leute, wenn ihr Bock habt, wenn ihr das jetzt hört oder hören werdet, wenn ihr Bock habt auf Digimon Remote, kommt hier in den Discord rein, selbstverständlich gemeinsam Discord mit mir und Tim. Fragt einfach an und wenn ich dann streame, können wir gerne Remote Digimon spielen. Ganz locker flockig. Auch ich wenn ihr nur. Ja, klar, kommt. Jetzt ist so der Hobbylehrer weg. Kommt rein. Das ist ja hier Show-Effekt, würde ich sagen. Gibt's doch gar nicht. Vielleicht kommt er ja gleich wieder zurück. Aber ja. Was für ein Show-Effekt. Ja, aber Tim, bei Pokémon, bei der Set-Rotation, wie kann ich mir da vorstellen, tun die dann jede Pokémon ab Pokémon 1 bis zu dem, also da wir jetzt Arcani oder so, neu printen, nur damit man das spielen kann? Nö, oder? Die Karten sind dann weg. Darfst Pokémon du nicht komplett ausgelassen werden? Ja, die sind dann weg, die darfst du dann nicht mehr spielen, die Karten. Und, krass, also das reicht zum Beispiel, wenn ich jetzt voll auf Arcani abfallen kann, dann sind das Arcani rausrotiert und im nächsten Set gar nicht drin ist und dann habe ich halt kein Arcani im Deck. Selbst wenn das im nächsten Set drin ist, das Set aber noch zu der, zum Al-, also selbst wenn das Set, also wenn, selbst wenn die Karte reprintet wird in einem neuen Set, also aber dieselbe Karte ist, darfst du es nicht spielen, weil es noch thematisch zu dem alten Set gehört. Okay. Also, so, da bist du wieder. Du warst irgendwie weg. Eben eine Sprachmemo schicken, dass du dir jetzt die Abrundmoderation machen kannst. Wir sind eigentlich jetzt soweit. Wir sind soweit. Wir haben gerade noch mal kurz über Set Rotation. Letzte Frage noch mal. Wie würdet ihr Set Rotation für Yu-Gi-Oh! Finden? Oder findet ihr die Bandlist ist definitiv? Zu spät. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Oder du würdest, ist viel zu spät schon. Zu spät, okay. Das funktioniert auch gar nicht. Das wird gar nicht hinhauen, oder? Nein, da würdest du alle, jetzt wo es in dem Hype ist, mit, was war die letzte DM, auch mit über 2000 Spielern, die würdest du ja alle verkraulen. Ja, aber wenn die Konami jetzt, keine Ahnung, Master Rule, wir sind jetzt bei neue Master Rule ankündigt, wir sind Master Rule 5, jetzt kommt irgendwann Master Rule 6 und dann ab Master Rule 7 wird gesagt, jetzt machen wir Set Rotation, es gibt keinen Bandlist. Passiert nicht, dafür haben wir noch Speed Duel und Rush Duel vielleicht irgendwann mal. Wird nicht passieren, wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Wird nicht passieren, aber rein von der Theorie, wie würdet ihr es finden? Mir egal, ich spiele es weiterhin so wie bis jetzt. Ich kann dazu sagen, ich würde es richtig kacke finden. Ich finde es richtig gut, dass wir so ein Bandlist-System haben. Aus dem Grund, weil wir halt diesen Pool von über 10.000 Karten auch zur Verfügung haben. Und dieses Spiel, wir machen jetzt Schluss. So einzigartig ist. So, Saarland, du machst jetzt die Abmoderation. Genau. Mit dem Hammer auf den Tisch geschlagen. Feierabend jetzt. Feierabend. Genug gequatscht. Abmoderation, noch nie gemacht. Auf jeden Fall vielen Dank an, vielen Dank an die Zuschauer da draußen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf jeden Fall, das nächste Mal wieder da zu sein für euch und freuen uns auch natürlich über jeden, der einschaltet und wünschen euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Abend, einen schönen Dienstag und einen schönen Mittwoch. Ich bin schon eine Woche im Modus. Passt. Nehmen wir so. Es ist die. Schön mit Öl. Mach's gut, mein Lieben. Tschö. Ciao.